Hi, ich bin der Günther, ich koste mein Bruder. Willkommen zum Finale von Kirby Star Allies. Wir haben in der letzten Folge die restlichen normalen Level abgeschlossen. Alles, was hier in diesem Weltall irgendwo rumschwebt. Und begeben uns jetzt hier in die Basis Störkandra. Und es gibt ganz bestimmt nicht noch ein Level. Ich gehe hier wieder ganz ohne irgendwas rein, weil Schinken. Ja, in diesem Level gibt es auch den letzten Hallraum im Spiel. Ich kenne seine Position, zumindest bin ich mir sehr sicher. Dementsprechend müssen wir uns da keine Sorgen machen. Eher das Regenbogen-Puzzleteil müssen wir gucken. Und natürlich, dass wir das Level schaffen. Ach, der Weg geht hinter mir wieder zu. Das ist mir unsympathisch. Naja, weiter geht's. Bisher noch nicht mal die Möglichkeit gehabt, irgendeinen Kollegen mitzunehmen. Ja, das sind halt die Standard-Cacks, die nichts geben. Den Bombentyp hingegen nehme ich genauso wie dich. Damit haben wir schon mal ein volles Team. Der Boden verändert sich noch während den Kämpfen. Ich meine, ich stehe sowieso nur hier und spam Bomben nach oben. Und mein Peitschentyp auch dezent mit und meine anderen. Ich habe, glaube ich, seit einer halben Stunde keinen mehr gehittet selber, lol. Ja, hat jeder Heilung bekommen. Der eine ist trotzdem halt nicht voll. Wenn ich noch die Möglichkeit habe, ein anderes Item zu bekommen, werde ich es wohl nutzen, weil Bombe im Team und als eigene Ability eher nutzlos ist. Und ich würde behaupten, diese Stelle ist mit Bomben nicht sonderlich schwer. Die Gegner explodieren alle. Und wir können weiter. Bisher ist das Level sehr linear, was auch heißt, wirklich was verpassen können wir eigentlich nicht so, zumindest bis zu diesem Punkt. Und das Rad, oh Gott. Oh Gott, ich mag die Ability nicht. Aber muss wohl. Regenbogen-Puzzleteil nicht jetzt in der Passage kommt, weil das natürlich immer mies ist, wenn man nicht umdrehen kann. Wir müssen anscheinend jetzt die Schalter treffen, ansonsten kommen wir tatsächlich nicht weiter und sterben so. Sogar oder die Jumps reichen einfach nicht. Also das ist wirklich die Sache. Gefühlt die einzige Möglichkeit, wie man in diesem Spiel stirbt, ist durch einen Freundeskreis, weil die Ability einfach Bullshit ist. Ja, und diesmal schaffst du den Sprung 8-mal, oder? Und das hier könnte erstmal nur normale Puzzleteile, aber auch eine Bonustür, in der vielleicht das Regenbogen-Puzzleteil ist. So, Feuer brauche ich. Ich bin gerade tatsächlich, ich werde wahrscheinlich auch wen von denen brauchen, aber ich bin gerade ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Was muss ich machen? Ich kann nicht hier runter. Warte, hier ist eine Bombe. Hier, den Schwerttyp. Du kannst sie doch bestimmt durchschneiden, oder nicht? Ach nee, ich kann nicht. Ja,
Nee, der Schwerttyp muss die durchschneiden. Macht er aber nicht. Gott. Das Rätsel ist nicht schwer, wenn der Typ seinen Job erledigen würde. Dann wirst du wohl ersetzt und wir hoffen, dass der Typ das richtig macht, wenn er schon hier rumsteht. Will das Spiel mich verarschen? Hallo, der muss es doch können! Wozu ist denn er sonst hier? Und Stein hat damit ja auch nichts zu tun, die Bombe runterzubekommen. Digga, willst du mir jetzt sagen, dass ich selber Boomerang nehmen muss, weil die Gegner zu blöd sind? Gib dem Typen Feuer. Falscher Button. Ich muss mir das wohl selber nehmen. Ja, ach, und der kommt schon jetzt auf die Idee anzuzünden. Ja, das können die ganz einfach. Warte, ich brauche Feuerboomerang. So, zerschneiden hätte er es trotzdem können, aber... da bin ich mir nicht so sicher. Die KI im Spiel ist so ein dünnes Schiss. Und das jetzt brauchen wir. Einen Stein haben wir im Team. Das ist ein ganz gutes Kombinationsrätsel. Ist nur ein bisschen das Problem halt, dass die KI in diesem Game Trash ist. So, und jetzt kannst du diese Lunte anzünden und wir gehen rüber. Digga, lasst euch doch nicht von dem Typ nerven. So, das war's dann auch mit dem Rätsel. Ich bin schon sehr optimistisch, dass wir dafür das Regenbogen-Puzzleteil bekommen. Ja, das ist jetzt nötig. Und da ist es, wie zu erwarten. Und Popstar. Warum glaube ich, es kommt gleich ein Zwischenboss? Ah, ich weiß halt nicht, ob das jetzt nur für die Gegner ist oder wirklich für den Zwischenboss. Ich lasse mal lieber meine Kollegen kämpfen. Ja, macht sie weg. Schön. Danke. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es für hier gedacht ist. Und ich den Popstar gerade ganz umsonst aufhebe. Ja. Oder? Boah, ich weiß nicht, ob ich den nutzen soll. Okay, ich slide auf den Boden. Der Flug geht... Alter. Doch nicht in die Richtung. Der Boomerang-Typ ist offensichtlich blöd genug. Komm, lass mich den Scheiß machen. Ich bräuchte halt irgendwie mal langsam eine Ability dann. Und ich hoffe sehr für euch, dass ihr das geschissen kriegt. Gott, wie unnötig. Ja, ich hätte das nicht aufheben sollen, das Item, den Popstar. So. Jetzt müssen wir hier noch
Nochmal. Och, komm. Why? Von da dieses Level vor lange. Als wenn das Finale nicht lang genug werden würde, ne? Wir sind in einem Kirby-Spiel. Und für diejenigen, die den Zusammenhang nicht verstehen, Kirby-Finals sind immer unglaublich behindert lang. Ja, hier ist es schon auch recht lang. Vielleicht nicht so krass wie in anderen Teilen, aber was gibt's denn hier noch? Eine Meistertomate und drei Puzzleteile. So, und jetzt hier überm Ziel sehen wir den Stern, der da im Hintergrund auftaucht. Und da können wir rein. Zum letzten Hallraum dieses Spiels. Das ist auch, findet man halt nicht, wenn man es nicht weiß. So war die. Oh, da kann man noch sowas machen. Da haben wir auch noch einen Festival-Typen, aber to be honest, was bringt der gerade? Gibt's hier noch irgendwas Wichtiges? Ah, wenn man alle Blöcke zerstört, spawnt noch so einiges. Das heißt, man sollte das durchaus machen. Vor allem die Schlaf-Ability, die dabei spawnt, ist relativ wichtig. Wir gehen weiter. Die Schlaf-Ability ist Bullshit. Wir haben gefühlt schon die halbe Folge rum. Das wird eine sehr lange Folge. Weil ich will auch nicht nach 12 Minuten beenden. Also, letztes Mal Bonusspiel. Ab geht's. Ich will halt nicht nach 12 Minuten beenden, aber das Finale braucht schon eine eigene Folge von der Länge, schätze ich mal. Gerade mit Credits und allem. Nochmal einige Puzzleteile. In dem Level gab's ein paar. Das letzte Regenbogen-Puzzleteil, soweit ich weiß. Ich glaube, es gibt keins mehr da hinten. Beim Terminus Caelis Eier. Oder gibt's da noch eins? Oh ja, doch. Das hier ist das Final Level in Kirby Star Allies. Ab geht's! Und hier erstmal aufpassen, weil solche Passagen mit CPUs... Sagen wir, in anderen Spielen ist die KI weniger selbstmordgefährdet. Ja, so kann man es einfach machen. Oh, das ist unberechenbar. Hilfe, okay, es ist sehr berechenbar. Scheiß drauf. Sniper, oh mein Gott, bist du blöde. Spinne ist schon krass, habe ich das Gefühl. So, hier sollten wir besser keine Kollegen verlieren, das wäre ein bisschen unnötig. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, aber immer noch nicht nötig, irgendwen zu verlieren. Und sterben sowieso nicht, also. Alter, diese Aerial Attack ist schon fucking strong. Alter, komm hoch, du dummer Idiot. Allgemein, Dash ist dieselbe Attacke. Nee, in der Luft macht man drei kleine Netze, am Boden ein großes. Hier guck ich mir lieber kurz den Rhythmus an.
lass mich rein. Hier ist ein Bonusraum. Ich schätze stark, dass wir hier das Regenbogen-Puzzleteil haben werden. Und was muss ich machen? Alles klar. Das muss ich machen. Ich kann noch mal rein, oder? Ja. Und du sollst kein Spinnennetz spannen da. Okay, also ich kann das so oft versuchen, wie ich will. Ein paar Tries werde ich wohl auch brauchen. Ja, so viel dazu. Wir haben's. Letztes Regenbogen-Puzzleteil. Jetzt fehlen nur noch die Bosse. Also, weiter, weiter, weiter. Wir dürften auch schon sehr kurz vorm Ziel sein. So, paar Gegner nochmal zusammenwursten. So, jetzt hier ein bisschen aufpassen. Und einfach rein da. Los geht's. Immer noch nicht. So, endlich helfen mir diese Blöcke mal, anstatt mich nur zu bedrohen. Wir müssen weiter hoch die Leute heilen. So, sind wir jetzt langsam da. Man merkt hier, das ist nur noch Aufbau. Das ist der letzte Raum. Das weiß ich. Übrigens, ich glaube, ich habe so ein Ding nie genutzt, deswegen... Das macht das. Einfach damit ihr Bescheid wisst. Ich denke, ich werde meine Kollegen austauschen. Man hat hier halt alles zur Auswahl. Was war so das Item, das ich persönlich am liebsten genutzt habe? Ich denke, ich bleib bei Spinne. Und nehmen mir noch einen Feuertyp. Die waren eigentlich immer ganz gut. Das ist der erste, der Fahrerin bekommt. Anscheinend. So, auf geht's. Final Battle. Dem dunklen Herzen folgend. Halt, du rosa Ding, du! Ja, die kriegt natürlich auch noch ein Rematch. Hat man auch nicht auf dem Titelbild gesehen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass du deinen Besuch auf der Störbastion überlebst. Und dann hast du auch noch Franzi und Berger bezwungen. Aber jetzt reicht's endgültig. Lautinus hat einen Wunsch. Und zwar, dass niemand... Muss das wirklich mit Doppel-S in dem Fall? Kann gut sein. Mit das habe ich manchmal meine Probleme. Dass niemand mehr dazwischen funkt. Dazwischen funkt. Versteht ihr? Funken. Weil Elektro. Okay, jetzt wäre es ganz schön, wenn ich langsam aufhören würde, scheiße zu sein. Und ihr euch vielleicht nicht so platzieren würdet. Ah, ich dachte, das reicht dir vielleicht. Der reicht's nie. Was? Ich hab ein Schild, das Schaden macht, wenn sie mich angreift? Balance, Leute! Ja, der Angriff juckt mich jetzt ehrlich nicht groß. Hä? Wovon wurde ich getroffen? So, hier kann ich jetzt gut Damage schicken. Und
war sehr gut. Digga, wie lange willst du mich noch rumchippen? What the fuck? Wie lang ging das da einfach free? Bruh. Also die zweite Phase war irgendwie einfacher als die erste. Hilfe, Heines. Der heißt so, weil er Hai ist. Still. Was geht hier vor sich? Nö. Also ich mach das nicht. Da kommt gleich ein ziemlich langer Dialog, der ultraschnell vorgeskippt wird, der anscheinend tatsächlich einiges über die Kirby-Lore beinhaltet und aussagt, dass man sonst gar nicht erfährt. Du bist mir im Weg. Der hat Bock, Leute. Nun, es scheint, uns fehlt die Energie, den dunklen Herren zu erwecken. Bedeutet dies für uns auf alle Zeit, in Vergessenheit zu geraten? Nein, 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 nein. Kennt ihr dieses so mit Adolf? Nein, 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 nein. Das ist der gerade. 3 Stunden langer Dialog, den wir haben hier Kirby Lore. Ha, lest euch durch. Pausiert das Video einfach, Lore. Ja! Ich meine, es dauert noch ein bisschen, aber dunkler Herr, sei willkommen. Dir ist ja wohl klar, was jetzt passiert. Es gibt eine klare Botschaft für alle, die heilige Zeremonie unterbrechen. Wir möchten dich freundlich bitten, auf alle Ewigkeit zu verschwinden. Ritualist des Unheils. Heines, stechen wir ihn mit Spinnen ab. Also mit Spinnennetzen, nicht mit den Spinnen, ne? Bisher macht er hier nicht sonderlich viel. Das ist ein krasser Bossgegner. Er macht Lavasäure im Boden, heißt, ich stell mich wieder unter ihn und spam den Move. Oh, ja, okay, hätte ich irgendwie mit rechnen können, dass das jetzt kommt. Jetzt beginnt er was zu machen. Und jetzt. Irgendwas. Jetzt hat er theoretisch noch 2 HP, aber sagt sich, Bitch, ich lade wieder auf. Jetzt beginnt das richtige Heines-Battle. Und jetzt schmeißt er mit den Hässlichen da um sich. Das ist jetzt deutlich schwieriger als die erste Phase. Der schlägt mit ihnen um sich. Und jetzt geht's richtig ab. Ja, jetzt macht er die Abilities. Einfach in der Luft bleiben. Außer jetzt. Und das war zu schnell am Ende. Digga! Bist du mal fertig? Ich nehm's zurück, immer in der Mitte. Auch nicht! Jetzt können wir ihn gut bedämmen. Sage ich und verfehle alles. Der geht heftig ab und reflektiert meine Geschosse. Was macht man gegen den Move? Digga, der geht ab! Gute Frage! Das ist anscheinend eine Kombi-Attacke von Heilern und, also von Maler und Stein. Komm, tötet ihn! Jetzt! Danke! Ja! Der hat echt hier nicht ohne der Boss.
Wie konntest du mich nur bezwingen? Mich, Lord Heines? Ein Opfer für unseren dunklen Herrn? Das ist es, ein Opfer? Aber welches nur? Es bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Hört mich, Wächter der großen Magie. Ich rufe euch an. Wir sind in einem Kirby Final Boss. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie ein Drittel geschafft. So soll es geschehen. Nehmt mein Opfer an. Ich gelobe ewige Treue. Mein dunkler Herr der Zerstörung. Ein Opfer, auf das ihr endlich in unsere Mitte zurückkehren könnt. Erstört auf, Weltenzerstörer! Erstört auf, Void Terminer! Solche Charaktere zu synchronisieren macht immer zu viel Spaß. So, dann geht's jetzt ab. Wir sind in einem Kirby-Spiel. Der Final Boss muss ein Gott sein. Was denn sonst? In welchem Spiel sind wir denn, dass der Final Boss nicht irgendein fucking Götterviech ist? Und jetzt machen wir noch Herzchen, Regenbogen, Superstar Allies Transformation. Kirby Final Bosses folgt auch immer demselben Prinzip. Man macht ein paar Kämpfe, dann kommt fucking Gott und man selber wird Super Saiyajin und macht Gott kaputt. Kirby Final Bosses. Ja, auch ein Gott. Ja, es schon. Und auch wenn das jetzt so dasteht, eine Pause bekomme ich jetzt trotzdem nicht, sonst würde ich die Folge beenden. Das Level ist theoretisch rum. Man kann jetzt auch einzeln... Das heißt das. Ernsthaft, da kommt noch eins. Ja, ein Geheimlevel. Ah. Die Freunde haben sich zu den legendären Superstar Allies zusammengeschlossen und kämpfen jetzt mal wieder gegen Gott. Das kann man jetzt als einzelnes Level auswählen. Reingeschmissen werden wir trotzdem direkt. Und ich spiele das jetzt auch. Ich könnte jetzt pausieren, aus dem Level gehen und das nächstes Mal machen, aber nee. Wir machen das jetzt und die haben sich echt was einfallen lassen für das Battle. Erstmal guckt euch den fucking Hintergrund an, wie geil ist der denn? Also hier die Umgebung ist schon Legende. Und das ist mal wieder ein Gott, der Weltenzerstörer Void Terminer. Und wir kämpfen in einem 3D-Battle. Wir können. Erstehet auf, Herr der Dunkelheit. Zerstört Welten, taucht alles in Leid. Erstehet auf und taucht das Land in Klage. Lasst eure Symphonie der Zerstörung erklingen. Seid die nimmer endende Plage. Void Terminer. Wir können. Superkomet, das gedrückt halten. Was für alle halten B? Was meinst du? X ist Reiterwechsel und LR ist Roll. So, wir können entweder schnelle Schüsse machen. Ich glaube, in der Regel sind die schnellen Schüsse. So, wir haben ein 3D-Boss-Battle gegen einen Titanengott mitten im Weltall mit dem wohl geilsten Background. In diesem Hintergrund gibt es auch alles. Sonnen, Polarlichter, Dunkelheitsgedöns. Ah, so kann ich das verändern. Die Ausrichtung des Schusses kann man auch verändern. Es visiert im Prinzip aber immer die Augen an. Okay, man muss ein bisschen länger laden, als ich auf dem ersten Leben von ihm gemacht habe. Man sieht oben an der Lebensleiste schon, wie viel die Augen brechen. Da seht ihr Doppelsprung, war vielleicht jetzt scheiß Timing. Aber nächstes Auge. Man sieht, wie die Leiste oben halt eindeutig zerbricht.
Geben wir noch ein paar normale Schüsse. Ich sagte ein paar. Jetzt still. Danke. Trotzdem. Auf dem Rücken. Und jetzt hat er die fucking Jesus Elektro Riesenschwerter. Ich glaube, das Beste ist tatsächlich auch. Ich dachte, niemand könnte unter dem seinen Beinen hindurch. Also, wir sind hinter ihm und können jetzt hier gut hitten. Und er ist ein bisschen dumm. Und wir legen damit das letzte Auge auf dem Kopf frei. Da, wo die meisten Leute ihre Augen haben. Ich weiß, krasse Feststellung. Der Plan, nicht uns ihn einfach liegen zu lassen nebenbei. Okay, der Move, den kann man so nicht ausweichen, wenn man zu weit hinten ist. Aber auch wenn der Boss episch ist, allzu schwer, sieht man auch hier nicht. Jeder Schuss kann es sein. Als ob mich das trifft. Ich bin viel zu nah am Rand. Aber es ist auf jeden Schuss soweit. Aber das ist ein Kirby-Final-Boss. Heißt, jetzt sind wir vielleicht halb fertig. Okay, ich denke ein bisschen mehr als halb. Denn jetzt kommen wir in den Körper von Void Terminal. Und kämpfen gegen diesen komischen Kokor. Ja, also, er lässt hier komische Tropfen fallen, aber sonst passiert jetzt gerade nichts Großes. Wenn ich mich einfach hier hinstelle, dann jucken mich auch die Tropfen nicht, weil dann wehre ich die auch ab. Sieht man jetzt nicht, ich hab's nicht abgewehrt. Sag mal, Kollegen, macht mal mit, wir werden hier gerade in der Phase zerstört. Wovon werde ich getroffen? Und jetzt dranhängen. Los! Alle! Bist du besoffen? Und der Kokor zerbricht. Aber natürlich reicht das noch nicht im Ansatz. So, der Stern wieder. Und das Scheißviech steht nochmal auf. Ja. Also doch, jetzt steht er gerade auf. Und jetzt fliegt er erst los. Und holt sich irgendeinen komischen Schwanz. Wie kann man... Genau so kann man die Zeit aktivieren. In der Zeitlupe aber das ist der Schnelle besser. Da oben auf dem Flügel. Ihr seht, die sind sehr zielsuchend, die Hits. Und ihr seht auch, der Typ hat Bock. Ja, das schon, aber Bock hat er trotzdem. Er ist nicht unbedingt stark, aber Eindruck macht er. Und ja, natürlich ist ein weltenzerstörender Gott nicht sonderlich stark. Wir spielen Kirby. Der ist immer der krasseste. So, jetzt haben wir nochmal eine neue Form von Attacke. Also man kann wirklich nicht sagen, dass die sich hier bei dem Boss nichts haben einfallen lassen. Ich hab grad keine Ahnung, wie man diese Zeitlupe auslöst. So. Nächstes weg. Ist wieder auf dem Rücken das nächste. Ich glaube schon. Ja, warte, ich bin am Rand der Stage. Oh, der Move. Ich habe gerade ehrlich gesagt keine Ahnung, wo das Kampffeld ist. Das ist so ein bisschen mein Problem. So, ballern wir drauf, ballern wir drauf. Irgendwie bin ich gerade, was wirklich das Kampffeld angeht, ein bisschen lost. Ach, jetzt gibt's die Ziel in der letzten Sekunde. Diese Box. So, wieder am Kopf.
Der denkt sich da nichts Neues aus mit der Reihenfolge. Aber mit seinen Attacken. Oh Gott! Das ist ja komplett unberechenbar. Wir hitten ihn gut. What? Digga, was ist mit dir? Entspann dich! Komm, zeig mir dein Auge. Ich schlag dir auf die Fresse. Ich hab grad ehrlich gesagt selber keine Ahnung, ob das jetzt der letzte Teil des Kampfes hier drin ist oder ob der Typ dann nochmal aufsteht. Ich glaube, das war im 3D-Teil der letzte Kampf. Also, dann jetzt noch gegen Kirby. Gegen Kirby. Yes! So. Und der will jetzt natürlich... Der hat gar keinen Bock mehr auf gar nichts. Ach stimmt, das geht ja. Dieses Viech ist... Ach so, der hat meine Freundin! Ja, Freundesherzen sind offensichtlich sehr gut gegen den. Dieses Viech ist irgendwas, alles nichts. Es, ihr seht, das hat teilweise, oder gerade nicht, aber das hat Angriffe der dunkle Materie, heißt es, glaube ich, auch im Kirby, aus anderen Teilen. Das hat Angriffe von eigentlich allen. Also, wir haben hier dunkle Materie da, dieses Auge, genau dieses Design ist... wirklich das Typische. Mann, trifft doch Kirby. Dann mache ich hier in der Phase das da. Der hat Bock. Ihr seht's. Wir sind gerade recht knapp dran. Meine Kids mögen es gerade wieder innen reinzuspringen. Wie weit geht der weiter? Ich dachte eigentlich, der hört nach einer Runde auf. Aber wir haben Zeit, ihn gut zu damagen und das war's. Der Stein in seinem fetten Gesicht. Das war's. Also noch nicht, wir sind bei dem Kirby Final Boss. Aber fast, wir haben's fast. Also, man kann gegen das Spiel sagen, was man will. Der Final Boss ist schon geil. So. Das Scheißteil kommt aus dem Körper raus. Und schreit mit dem Auge. Leute, Anatomie. Und jetzt brauchen wir einen DBZ-Showdown, bei dem wir riesige Laserstrahlen schießen. Was hat Kirby mit seinen Scheiß-Finals? Und ja, ich will meinen Controller bumsen! Zerstör das Scheiß-Teil! Und ob ich damit jetzt den Gegner und den Controller meinte, können jeder für sich entscheiden. Oh, wechsel doch nicht den Scheiß-Button durch. Mehr Energie! Drehen wir den Stick! Das Viech geht aber ab! Aber natürlich haben wir noch ein bisschen Super Saiyajin Energie und schlagen alles ein! Ja! Ich raste nicht aus! Los! Bring ihn um! So, das war der Teil, bei dem wir was machen können. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch so eine Szene. Also, ne? In dem Finale hat man sich echt gedacht, scheiß auf alles Anime.
Mit der Kraft der Freundschaft bringen jetzt alle zusammen das Scheißviech um. Nach unserem BBC-Moment und 27 Phasen gegen Gott. Das, meine Leute, ist ein Kirby-Finale. What the fuck? Kirby's Adventure Wii war da noch entspannter. Lull. Kirby's Adventure Wii mochte ich aber, glaube ich, auch ein bisschen lieber, muss ich zugeben, das Finale. Naja. Trotzdem war das hier schon. Ja gut. Natürlich, weil Baum explodiert jetzt alles. Weil, why not? Wäre nicht dramatisch genug, wenn nicht alles in die Luft gehen würde. Und guck mal, Kirby ist tot. Alter, ich sehe sogar die Ability, die ich hatte. Mit dem Detailgrad habe ich nicht gerechnet. Aber die Umgebung sieht schon cool aus. Servus. Und die Musik. Oh, diese Cutscene ist geil. Moin oder tschö. Also die Cutscene war mit Musik, Grafik, die war schon geil. Kommen dann die Credits, denn ich hab zu dem Spiel so einiges zu sagen. Also die Sache ist halt in dem Spiel. Man hat's, denke ich, über den Spielverlauf gemerkt. Das Spiel hat bei mir einen ähnlichen Effekt gehabt wie neulich, also vor nicht gerade langer Zeit, Mario und Luigi Paper Jam beim Replay. Ich hatte das Spiel als nicht toll, aber okay im Kopf, wurde aber letztendlich doch enttäuscht. Ich fand dieses Spiel, muss ich sagen, wirklich nicht sonderlich gut. Man hat es bemerkt, das Spiel war sehr kurz, wir sind jetzt irgendwie... Ich glaube, das hier ist Folge 12. Ja doch, das hier ist Folge 12. Ich weiß, dass es einen ganzen DLC-Modus gibt, der auch ziemlich gut ist, aber ich muss den jetzt bei der Bewertung einfach erstmal auch bis in der Fairness halber rausnehmen, weil... Ja, man muss halt sagen, bei Release gab es das nicht. Dementsprechend, ja toll. Aber ja, von dem, was wir hier im Hauptspiel bekommen haben, der Schwierigkeitsgrad war halt ein Witz. Das muss ich keinem erzählen. Wir hatten im ganzen Spiel zwei Tode und die waren beide, weil das Freundesrad sich spielt wie Scheiße. Ansonsten nirgends Tode. Ein oder zweimal war es halbwegs close bei irgendwelchen Bossen. Das Level-Design war ganz cool. Ich mochte, dass die Level-Teils ein bisschen länger waren. Das hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. In so Spielen wie Mario Bros. Ist man halt dann nach 2 Minuten durch mit einem Level. Und das ist halt nicht so toll. Teils in den Spielen macht das Spiel hier definitiv besser als andere. Aber trotzdem macht dieses Spiel auch viel schlechter als andere. Die KI ist strohdumm, macht das Spiel trotz ihrer Dummheit großteils noch einfacher, wenn sie nicht dafür sorgt, dass man einfach irgendwelche Secrets nicht bekommen kann. Weil einfach der Kollege, den man dafür braucht, sagt, ich gehe mich selbst umbringen. Ja, ich weiß halt echt nicht, was ich da groß zu sagen soll. Es hat viele Schwächen.
Ha, meine Punkte. Ich zerstöre die gerade. Das Spiel hat einige Schwächen, muss man sagen. Die Schwierigkeit ist nicht so gut. Die Grafik ist wirklich das, was man am meisten gut reden muss. Nein, das klingt falsch. Die Grafik muss man nicht gut reden, denn die ist so ziemlich das Highlight im Game. Das Spiel hat einige coole Ideen. Oh, guck mal, das haben wir noch nicht im Spiel gesehen, Mann. Also die Grafik in dem Spiel ist gut, die Cutscenes sind wahrscheinlich das Highlight. Die Musik ist über große Teile auch gut designt. An sich ist die Idee mit den Allies gut, die Umsetzung halt nicht wirklich. Man hat viele verschiedene neue Level-Themen, die es vorher noch nie gab, eingebaut. Mein Highlight vermutlich die Herbst-Level, die wirklich cool waren. Die Bosse großteils einfach, aber großteils recht innovativ. Gerade dieser Finalboss war wirklich mal eine ganz andere Nummer. Ich mochte, wie gesagt, den aus Wii noch lieber wahrscheinlich, aber das heißt definitiv nicht, dass Star Allies einen schlechten Boss hat, einen schlechten Final Boss hatte. Im Gegenteil, der ist wohl das Highlight des Main Games. Alles in allem, ja, das Spiel ist jetzt natürlich nicht grottenschlecht oder so, aber es ist wirklich nicht toll. Also wenn ich hier die Wahl habe zwischen diesem Spiel und dem Vorgänger auf der Wii, den ich ja schon Let's Played habe, deswegen nehme ich den einfach mal, würde ich definitiv den Wii-Teil nehmen. Der, finde ich, doch vieles besser macht. Die Sammlerobjekte in diesem Spiel sind auch ziemlich billig, meistens sehr einfach versteckt. Es gibt ziemlich wenige, die 100% bestehen nicht daraus, irgendwie Sammlerobjekte zu suchen, sondern daraus jetzt noch Level 80 mal zu replayen, um Puzzleteile zu grinden. Sicher? Zählen die nicht? Ja, also wenn man die offiziellen 100% machen will, braucht man die vielleicht nicht, aber die eigentlichen 100% beinhalten schon alle Puzzleteile, muss man sagen, und die sind halt recht lame, so muss man sagen. Alles in allem, wir haben das Spiel zu drei... Wie viel gibt das? Als ich den Spielstand gestartet habe, hatten wir fast 30% weniger. Alleine diese zwei Level heute geben 27%? Was? Also, es gibt jetzt die Arena, es gibt noch einen Freundesmodus, es gibt Helden in einer anderen Dimension. Werden wir alles noch spielen? Und ja. Ja, das werden wir noch alles machen. Für jetzt muss ich aber... Okay, da unten. Für jetzt muss ich sagen, das Spiel ist ganz cool gemacht, natürlich. Ist eindeutig sehr extrem kinderorientiert. Und bei der Bepunktung kann ich halt wirklich nicht allzu großzügig sein. Ich vergleiche gerade mal ein bisschen so im Kopf. Ich habe mir keine genaue Punktzahl geplant. Okami habe ich rund 80 gegeben, was ich neulich abgeschlossen habe. Wobei Okami aber doch ein gut besseres Spiel ist. Ich würde sagen, einerseits finde ich die Punktzahl recht verdient. Andererseits für die Zahl gebe ich Kirby 69 von 100%. Kirby Star Allies. Vielleicht ändere ich meine Meinung ja nochmal irgendwie. Dem Main Game kann ich meiner Meinung nach nicht viel anderes geben. Wir sehen uns dann in weiteren Folgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne ein Like und oder Abo dalassen. Freundesrat, nein. Ach, das ist noch eine kurze Sache, die ich vergessen habe zu erwähnen. Es gibt diese neuen Abilities, die man nur mit Freunden machen kann, aber ich habe das Gefühl, viele von denen wurden nicht wirklich viel genutzt. Man hatte irgendwie die Brücke, ich glaube, man hatte alles. Stern, Brücke, nur den Zug nicht. Den Zug hatte man einmal. Und ja, das war's eigentlich, was ich dazu zu sagen habe. Wir sehen uns beim nächsten Mal in diesem Modus wieder. Bis dann und ciao.